Ex-Fußballprofi Christoph Metzelder ist wegen des Besitzes und der Verbreitung von Kinderpornografie zu 10 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Damit geht der Prozess vor dem Düsseldorfer Amtsgericht nach nur einem Verhandlungstag zu Ende. Der 40-Jährige hatte gestanden, kinderpornografische Bilder besessen und weiterverbreitet zu haben. Er akzeptiere dafür seine Strafe und moralische Schuld. Der Vize-Weltmeister von 2002 verlässt das Gericht zwar auf freiem Fuß, aber als gebrochener Mann. Sein soziales, gesellschaftliches und berufliches Leben ist ruiniert. Er hinterlasse eine Wunde, die niemals verheilen werde, sagt Metzelder vor Gericht. Damit werde er für den Rest seines Lebens in der Gesellschaft leben müssen.